Wer euch allen sicherlich nicht entgangen ist, der einzige echte Ritter, zumindest mit Helm. Hier oben auf der Waldburg, das bin ja wohl ich. Das muss ja nicht zwingend so sein. Einer oder eine unter euch soll heute noch erhoben werden. In den Stand des Adels, in den Stand einer Prinzessin oder eines Ritters der Waldburg. Nach Rücksprache mit dem lieben Gott wurde mir auch ein Name genannt. Eines Menschen, der dieser hohen Ehre oder würdig sei. Zwei untrügliche Merkmale wurden mir hier genannt. Das erste, es ist eine Frau. Das zweite, sie trägt ein rotes Kleid. Hat auch ziemlich dunkle Haare und sitzt genau vor mir. Noch mag Petra, trete doch einmal zu mir. Noch mag. Vielleicht nachher Prinzessin, warte mal ab. Petra, so ihr diese Frage alle mit Ja beantworten könnt, würdet ihr auch danach in den Stand einer Prinzessin der Waldburg erhoben. Kocht ihr denn jeden Tag um 12 ein lecker Mittagessen, damit euer Mannsbild bei Kräften bleibt und sein Kettenhändler trägt? Das riecht vom Fleischfall. Also sieht doch nicht aus. Lasst ihr euer Mannsbild auch samstäglich die bewegten Bilder des Sportes ohne zu murren schauen? Geht nicht, ich habe keinen Fernseher. Ich hab ab und zu auf den Fußballplatz und zum Sport. Was passiert denn nicht? Ist schon unglaublich. Aber sie treibt mich wöchentlich zum Schwertkampftraining. Okay. Ich finde, das lassen wir gelten. Lassen wir das gelten. Habt ihr eurem Manne die Willigkeit gelobt für alle Zeit und seid bereit, nie über Migräne zu klagen? Oh. Ich höre. Ich werde es euch in die Ohren schreiben. Ich kopiere das noch einmal. Wir haben ein lautvernehmliches Ja. Okay. Seid ihr allzeit gut gewesen zu eurem Manne und habt euch auch seiner Meinung gefügt? Was? Puh, also es ist spät, ein harter Brocken. Geht ihr regelmäßig und tüchtig zur Messe? Ja. Also auch Oberschwabenschau, Ibo, sowas. Eine Prinzessin muss ja tugendhaft sein. Seid ihr auch jungfräulich in den Stand der Ehe getreten? Okay, ich formuliere die Frage neu. Hattet ihr die letzten 3 Stunden vor eurer Eheschließung keinen Sex? Echt, ja? Ich bin jetzt auf 3 Minuten gegangen. Oh. Fängt daran, dass ihr denn lügt, wurde euch die rechte Hand abgehackt. Wir kommen zum Schwur der Waldburger Prinzessin. Beugt euer Knie. Das ist egal. Schwört ihr zu aller Zeit, eure Manne zu gehorchen? Das ist ein bisschen nur so riesig. Muss ich das wirklich? Das ist doch nicht schlimm. Schwört ihr, eure Manne immer zugetan zu sein? Ja.
und sein im Moment. Und sein Recht. Und seine männliche Vorherrschaft anzuerkennen. Das weiß ich nicht. Schwört ihr denn, ihr Anwesende, für diese hohe Ehre, eine Runde Schnaps auszugeben? Oh, ja. Oh. Also normalerweise müssten wir jetzt so grölen. Ja, das war ganz gut. Ja. Okay. Nun denn. Oh. Die linke Schulter steht vor Gott. Die rechte Schulter steht vor euren Mann. Gesiegt mit einem Schlag auf die Gottesschulter. Erhebt euch nun, Prinzessin Petra, PP von der Waldkraft. Mundschenk, Walter eures Amtes! So wollen wir alle gemeinsam unsere neu gebackene Prinzessin einmal hochleben lassen. Auf unsere Prinzessin Petra ein dreifach kräftiges Viva! 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 Einmal auf die Gesundheit! Einmal!